Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan. Das werdet ihr gleich sehen. Aber was mache ich eigentlich? Ja, ich mache ein bisschen Local Clash Vorbereitung hier. Also nochmal hier die Tablets geschrubbt, denn die Finger müssen wirklich super über das Tablet leiten. Und aber was braucht man eigentlich noch? Ich habe lange überlegt, was nehme ich zur Local Clash mit? Klar, so ein paar Powerbanks hier. Ich denke mal, die sind jetzt auch pickepacke voll. Und ich habe aber, glaube ich, wo ist sie? Hier ist sie. Ich habe noch eine, die gehört natürlich Papa, na, das dicke Ding hier. Und also hier ist alles am Start. Mein Spieletablet natürlich auch. Und ja, für die Fahrt GoPro, mein Handy, was im Moment hier die Aufnahme macht. Und ich denke mal, ja, ein paar Kabel natürlich, ein paar Adapter noch dazu und noch ein bisschen Strom. Also kein eigenes Kraftwerk, aber so eine Dreiersteckdose werde ich wohl mitnehmen. Aber ich denke mal, ihr seid gespannt auf das Video heute. Ich freue mich total auf die Local Clash, bin gut vorbereitet. Und ich würde sagen, ihr schaut jetzt einfach mal, wie wir Senioren denn so Clash of Clans spielen können. Viel Spaß! Wie versprochen, befinden wir uns jetzt im Club der alten Knacker hier, aber ihr könnt hier mal reingucken in den CK, denn die alten Knacker können gar nicht mal so schlecht angreifen. Also hier wird richtig krass gedreiert, muss ich sagen. Und ich habe mir ein paar CK-Angriffe schon angeschaut, aber einige kenne ich nicht. Also die sehen wir jetzt hier das erste Mal. Und ich sollte mich hier auch ein bisschen bedeckt halten. Das habe ich hoffentlich getan. Ich habe hier gespendet. Ich habe hier ab und zu mal ein Ja, Amen und guten Tag gesagt. Und oder einen schönen Angriff gewünscht. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier im Moment geduldet bin. Wir sind hier aus unserer Mannschaft von der Local Clash. Einige hier drin und wir sehen auch am Ende hier echt einen schönen krassen Angriff vom einen RH9er, der auch bei uns im Team ist und ich kenne auch schon unseren Elber. Zieht euch warm an, kann ich nur sagen. Zieht euch warm an, denn das wird eine richtig coole Sache da. Also mir geht es ja nicht um irgendwelche Gems oder um irgendwelche Erfolge, sondern es geht mir letztendlich bei der Local Clash um den Spaß, den wir da haben werden, um die Sache als solches und ja, ich denke mal, das wird eine coole Nummer da, auch wenn es warm wird. Also heute war es ja schon extrem warm, muss ich sagen. Hier hat es jetzt eben schon zweimal abgeregnet, aber so richtig Abkühlung kommt hier im Moment gar nicht. Und deswegen bin ich auch ziemlich, man sieht das so ein bisschen, ich glänze ganz gut, ich bin echt verschwitzt hier. Denn hier fluten auch noch gerade zweimal 135 Watt auf mich, beziehungsweise dann auch noch von da so ein paar Watt. Und das ist schon richtig warm hier oben. Wenn die Videos heute hier vorbei sind, dann flitze ich auch ganz locker wieder hier in den ersten Stock, denn der ist richtig, richtig schön kühl. Alles schön runtergelassen hier heute. Und aber hier unterm Dach ist es schon knackig. Wirklich knackig. Also das ist schon mal Clankrieg hier oben unterm Dach. Und ja, aber richtig schöne Angriffe hier. Also muss ich sagen, hat mich gefreut, dass ich hier schon so ein bisschen auch angreifen durfte. Also ich habe schon ein bisschen geübt, wenn auch nicht wirklich viel. Brauchen wir uns auch gar nicht angucken. Ich denke mal, ihr werdet in jedem Fall irgendetwas von mir sehen. Von der Local Clash weiß ich noch nicht. Also ich bin ja, ihr habt das ja im Anfangsvideo gesehen, ich bin ja nicht wirklich der Vlogger oder wie man die Leute auch nennt, denn ich mache das eigentlich nicht, sondern ich mache das jetzt einfach mal ganz, ganz spontan, so wie es passt und ich werde auch eine ganze Menge aufnehmen. Ich habe ohne Ende SDAC-Karten mit jeweils 32 GB, ich glaube 5-6 Stück oder so habe ich am Mann und deswegen glaube ich, dass ich euch einfach die Highlights hier sicherlich in einem Video zeigen kann, in einem Video zusammenschneiden kann, ob das nun Kämpfe sind oder ob das die Leute sind. Ich denke mal, ich werde euch einige Leute hier vorstellen können, die ich so treffe.
Mit deren Einverständnis blende ich dann auch deren Namen an und sage die dann auch, also ich werde auch vorher ganz manierlich fragen, ob das in Ordnung ist, dass sie dann in einem Video auftauchen. Aber ihr werdet hier so ein paar YouTuber auch sehen, auch aus meiner Schiene, klar, den Izo sicherlich auch. Aber vielleicht kriege ich ja ein Interview mit dem Izo. Mal gucken, würde mich in jedem Fall freuen, aber die Dark Lotus sind hier im Discord-Forum auch ganz, ganz locker, muss ich sagen, und bereiten das Event, glaube ich, schon ganz gut vor. So das, was ich so mitkriege, sie sind, glaube ich, schon in Köln angekommen heute. Beziehungsweise, ja, wenn ihr das dieses Video seht, dann sind wir ja bereits am Battlen. Also nicht Battlen mit E, sondern am Battlen mit A, nämlich am Clash of Clans spielen. Und deswegen glaube ich, das ist er von eben hier gewesen. Also, das ist auch unser RH9 hier. Ja, der MacDirtFuck, glaube ich. Ich glaube, er ist unser RH9. Also, ich wäre ganz froh, wenn das unser RH9 ist. Denn der kann richtig gut angreifen. Also, ich sage ja, zieht euch warm an auf der Local Clash. Ja. Auch wenn, ja, ich hoffe, ich kann Stern dazu beitragen. Vielleicht schaffe ich das RH8 ja oder so. Mal gucken, aber wir haben eine gute Mannschaft am Start und ich bin auch zuversichtlich, dass wir dort so ein bisschen weiterkommen. Die genaue Agenda wird sicherlich, glaube ich, noch gepostet, wann was wie abgeht. Es wird ja auch einen kleinen Teil live gestreamt. Genaues weiß ich da aber noch nicht, wann das stattfindet und wie. Also da müsst ihr euch so ein bisschen gedulden. Sicherlich bis heute in den frühen Abend hinein, ich denke mal so 17, 18 Uhr. Wird irgendetwas kommen und vielleicht auch ein bisschen eher. Wir haben auch eine Pause dazwischen, also auch das ist ganz schön, dass wir so ein bisschen tratschen können, clashen können, ein bisschen was machen können. Oh, entschuldigt bitte, bin hier gerade an mein Mikro gekommen. Ja, hier ist er mit den Loots echt spät reingekommen, das stimmt, da hat er recht. Hat er danach nämlich geschrieben. Aber ihr seht das, so kämpfen hier Senioren, ja? Und da ich mich so ein bisschen, ja, ich zähle mich ja noch nicht dazu. Ein paar Jahre sind es ja noch. Aber oh, Clash of Clans geht an niemanden hier vorbei. Und deswegen glaube ich auch, dass das hier generationsübergreifend ein echt schönes und nettes Freizeitspiel ist, wie man es halt auch nennt. Oh, hier ist sogar noch, da ist sogar noch ein Hund sogar noch am Leben. Okay, aber er hat das trotzdem gepackt hier. Jawohl, aber ich glaube, der hat noch einen gemacht hier. Jawohl, den hat er noch gemacht. Den hat er nämlich eben erst gemacht. Wir können das hier auch sehen in den War Events. Das war vor 20 Minuten, genau. Den hätte ich fast mit live reingekriegt. Gucken wir uns doch an. RH9 auf RH9. Finde ich auch eine starke Sache hier. Ich glaube, in diesem CK brennt hier beim Seniorenclub auch nichts mehr an. Denn der Gegner hat schon ein wenig geschwächelt. Hier wurde gut verteidigt. Deswegen glaube ich an den starken Sieg hier dieser Truppe. Denn die halten hier gut zusammen, sind gut organisiert, muss ich dazu sagen. Also das passt hier wie die Faust aufs Auge. Und ja, wer Interesse hat, ich muss mir das erstmal absegnen lassen, ob ich überhaupt hier filmen darf. Das mache ich aber gleich. Und wenn es nicht so ist, dann seht ihr dieses Video nicht. Wenn es so ist, dann seht ihr dieses Video hier, aber schöner Funnel hier erstmal von dem MacDirtFuck heißt er. Ist ja auch ganz witzig mit AA. Ja, das sieht wirklich gut aus. Ihr habt es ja auch im Vorspann gesehen, ich bin auch gut gerüstet. Also ich nehme etliches an Powerbanks mit. Ich nehme sicherlich mein Handy mit, das habe ich sowieso immer, Mann. Und glaube, dass wir dort auch dann so ein bisschen was sehen werden. Ich werde in jedem Fall was aufnehmen, werde das auch ein bisschen nachvertonen. Das muss ich alles mal gucken. Also lasst mir ein bisschen Zeit. Ja, geht nicht nach diesen Vlogs, heißt es ja. Wie ich gerade gesagt habe, lasst mir ein bisschen Zeit. Ich muss das Ganze auch zusammenstellen, zusammenschneiden und mal gucken, was ich dort dann letztendlich an Sachen zeige. Da wird es irgendwas geben. Hier piept es schon wieder im Hintergrund, denn im Discord-Channel ist einiges los, so einen Tag vor der ClashCon hier. Ich sage das mal so einen Tag. Es ist ja heute für mich Freitag. Ihr seht die Folge am Samstagmittag. Dann sind wir schon am Clashen.
Aber ich denke mal, das tut der Sache keinen Abbruch. Da muss man hier als Videoaufzeichner einfach mal so ein bisschen improvisieren und muss Klartext reden. Ja, also ich nehme ja kein Blatt vom Mund. Heute ist Freitag, ihr seht die Folge am Samstag. Ich habe sie also natürlich voraufgenommen. Hab auch noch was für euch heute Nachmittag mal wieder. So ein bisschen was für unsere CR-Fans. Auch das habe ich vorab so ein bisschen aufgenommen, denn da gibt es ja auch, oh, es gibt ein paar neuere Sachen. Es gibt ein paar Sachen, die mich da wundern. Und aber dennoch werde ich mich jetzt gleich so ein bisschen weiter vorbereiten. Also schon mal ein paar Sachen packen. Duschen, Wechselklamotten, was man halt so macht. Und freue mich auch auf die Fahrt nach Köln, denn ich fahre unheimlich gerne Auto. Vor allen Dingen auf den Samstagmorgen, also passt alles hier. Super Clan hier. Ich stelle euch ihn nochmal vor. Es ist der Senioren-Clan 68, Clan Level 9, kurz vor Clan Level 10. Also ihr könnt hier mithelfen, dass dieser Clan, es sind noch 20 Plätze frei, Clan Level 10 wird. Denn das sind wirklich gute Leute hier, zuverlässige Leute, richtig, die suchen auch zuverlässig hier die Leute. Und bin total froh. Also nochmal hier der Mr. White. Hatte ich ja gestern Abend schon gesagt, ist der Betreiber des deutschen Clash of Clans Forums. Also schaut da ruhig mal rein, da gibt es so viele Sachen. Ich bin da auch erst vor kurzem drauf gestoßen und finde es aber wirklich, wirklich gut. Und er ist ja nur ein Jahr, glaube ich, von mir auch weg, oder 2 Jahre sind es. Deswegen freut mich das umso mehr, dass sich hier Generationen treffen der Senioren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Und bis dahin mit weiteren Videos, Clash of Clans, Livestreams etc. mit mir, dem Thorsten Akatoto. Bye bye.